Hallo ihr Lieben, meine Anne hofft, es geht euch gut. Mein Name ist Steven, ich darf euch wieder begrüßen aus dem Heinkleis Fitness in Bad Homburg. Und heute habe ich für euch das Thema Kettlebell. Auch dieses Trainingsequipment gibt es oft sehr günstig im Discounter immer mal wieder zu erwerben. Ich habe mir damals auch 6 Kilo geholt, reicht vollkommen aus, um ein straffes Programm abzuziehen. Diese hat jetzt in dem Fall 8 Kilogramm. Auf jeden Fall gibt es hier öfter mal wieder für günstiges Geld und generell Equipment nach wie vor kann ja natürlich auch vor Ort ausgeliehen werden, gegen Pfand lediglich, was zu hinterlegen ist. Und ja, ansonsten möchte ich gleich anfangen. Wir haben hier wieder den Timer, damit arbeite ich generell ganz gerne auf Zeit, zumindest wenn es um Zeit geht, nämlich um Wiederholung. Ne, jeder in seinem Tempo. Ich habe jetzt als Arbeitszeit 1 Minute angesetzt, das ist schon recht heftig. Ja? Also das ist schon knackig. Allerdings wieder so summa summarum 10 Minuten, ne? Also 10 Runden, a 1 Minute. Ja, und ja, beim Durchgehen. Ne? Auch da, also wenn das heftig ist, der kann die Zeit auf 30 Sekunden verkürzen, also beziehungsweise 5 Minuten statt 10 Minuten dann insgesamt. Ja. Ansonsten kann man das auch in Form von Wiederholungen machen. Man sagt dann, man macht eine Übung, 10 Wiederholungen, 20 Wiederholungen, je nach Leistungsstand. Ne? Da kann man flexibel agieren. Alles klar, wir fangen an. 10 Sekunden geht's los. Wir fangen zunächst an mit den Schwingen. Ja. Sie gehen in die Knie und dann schwingen wir hinaus. Richtig schön durch die Beine und mit Schwung arbeiten. Ja? Wir werden die Hintergrundstruktur der Oberschenkel, des Poos, macht nicht hier so weit. Ja? Was anderes? Und hier gehe ich schön hinaus. Wieder in seinem Tempo. Nur für mitten Intervall. Ja? Das ist sehr kontinuierlich. In diesem Tempo. 1 Minute Arbeit. Auch hier ist die Atmung ganz wichtiges Thema. Ne? Machen eine Kniebeuge. Mal einfach eine kleine Kniebeuge machen und dann nach vorne. Explosiv, ja? Das heißt, richtig runter. Ja? Hoch, nach vorne. So, jetzt Curl. Wenn ich hier die Packt, ja, hier die Kettle, das ist schon mal das, wenn ihr so nimmt. Ja, wieder so. Ich mache es auf jeden Fall am besten hier. Ich nehme den Punkt, wenn er in meinen Körper kommt. Ja, wenn ich hier, da ist schon nicht wieder hoch. Keine schwere Tauchen drin stellen. Dann für die Damen oder so 4 Kilo. 6 Kilo ist schon schwer. Absolut ausreichend, ne? Für so eine Sache. So, nun. Ja, seht ihr das? Ich halte die quasi hier so an. Legt ihr runter und ab. Ja. Dann gehe ich runter
Kniebeuge und rotiere nach oben. Ja? Schön langsam. Ja? Wie gesagt, eine Minute kann ich dann reinmachen. Insbesondere in der 10 Durchschnittsanalyse. Macht gute Schritt für Schritt. Ja? Erstens fliegt hier ab, die Hände da vor der Brust und Schlüsselbein. Kniebeuge, oben angekommen, rotieren wir gleich nach oben. Dann gehen wir erst wieder in die Ausgangsposition und Kniebeuge. Jetzt haben wir natürlich noch eine andere Seite, ne? Dass wir beide Seiten schön gleichmäßig bearbeiten. Und hier rotieren. Okay, nun halten wir eine Seite vom Körper weg. Dann gehen wir schön gerade bei der Dehnung hier runter und wieder hoch. Guck, dass der Rücken so gerade im Weg bleibt, oder hinten und nach vorne. Ne? So, schön gerade, eine Linie, dann wirklich nur hier seitlich zur Hüfte, ab und hoch. Und über die seitliche Spannung, der Bauchmuskulatur anstrengen. Geht dann auch ganz gut die Hüfte. Teilweise sogar ein bisschen Trizeps wird angesprochen. So, die nächste Übung wird knackig und motorisch sehr anspruchsvoll. Deswegen fangen wir an, erstmal das langsam durchzunehmen. So, fang an wie beim Anfang. Und diesmal bleiben wir und schwingen einmal hoch. Schwing richtig zurück und dann ganz nach oben. Oben ankommen, einmal pushen. Ja? Also, eins, bleiben. Zwei, hoch. Eins, bleiben. Zwei, drei. Eins. So, als nächstes Trizeps. Können wir auch halten, ja, dann gehen wir so. An der Kugel, würde ich
Vorletzte Runde, vielleicht kommt die letzte. Das ist nochmal schön knackig. So. Okay. Das war wohl die letzte. Andererseits auch nicht schlimm. Ich zeige euch gerne noch ein paar weitere Übungen so als Anreiz, damit ihr gleich selber arbeiten könnt, weil die Möglichkeiten, die wir haben, allein mit so einer Gerätschaft, sind fast schier unerschöpflich. Da gibt es so viele Übungen, wo wir jetzt auch mit dem ganzen Körper einfach arbeiten können. Wirklich, und es ist sehr, sehr effektiv. Vor allem in der Definitionsbildung, Ausdauer der Muskulatur. Als Beispiel können wir für die Brust halten und seitlich. Immer weg. Ja. Wir können auch einarmig curlen. Nur hier rausziehen. Ja, selbst nacken. Oder ob wir nur die Koordination trainieren, ja, indem wir hier erst in die Knie gehen und uns übergeben. Also Kettlebell. Auch hier. Und dann durch. Ja. Hinten nach vorne. Also Möglichkeiten sind schon endlich. Weil man die Koordinationssachen, also das Übergeben. Auch da. Zu dem Thema könnt ihr mich gerne anschreiben. Wie gesagt, privat. Am besten über die App. Das heißt, das Fitness runterladen, sich registrieren, anmelden. Da weiß ich auch immer gleich, mit wem ich es zu tun habe. Umgekehrt stehe ich auch unter Steven Rost, STVN, Steven Spielberg und Rost in die Himmelsrichtung. Quasi Rost die West. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt gesund. Bis dann.